Hallo, 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 liebe Freunde. Und damit willkommen zurück an Bord der Forge. Ja, in der letzten Folge habe ich etwas viel Leben verloren, was zum Teil an mir, zum Teil daran lag, dass man gar nicht so gut ballern kann, wenn man eine Katze über der Maus hat, die unbedingt gekrault und gestreichelt werden will. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ich nehme mal gerade wieder den Photon-Torpedowerfer. Und dann, dann schaue ich mich hier mal um. Und da kamen wir. Hallo, Vicar. Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Willst du ein Leckerli, Vicar? Komm, ich gebe dir mal ein Leckerli. Und weiter geht's. Ups. Müssen wir da runterspringen? Das betritt einen neuen Bereich. Also dann doch da runterspringen. Ja. Gefällt mir das hier unten? Gefällt mir das hier unten? Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das so gefällt. Die Übermacht. Oh, das klingt nicht toll. Oh, das gefällt mir nicht. Chakotay an Captain, wir hängen hier fest. Halten Sie durch, Commander. Wir sind auf dem Weg. Oh mein Gott, was ist das? Oh. Wer sind Sie? Okay. Ich kann Sie nicht lesen. Sie sind von meinen telepathischen Fähigkeiten abgeschlossen. Der Schacht, er ist voll von diesen Monstern. Es müssen Tausende in den Wänden sein. Das muss so etwas wie eine Inkubationskammer sein. Das ist eine ganze Armee von den Dingern. Für so etwas wie eine Invasion. Hier gibt es genug, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Nicht nur einen Planeten, sondern eine ganze Galaxie. Diese Reaver sind die ultimativen Killermaschinen. Wir haben tausende von euren Jahren damit zugebracht, Spezies von überall aus der Galaxie zu entführen. Unsere Sonden haben Welten gefunden, von deren Existenz eure Föderation nicht einmal träumen würde. Wir haben alle Spezies untersucht, seziert und ihre DNA modifiziert. Wir haben die ultimative Kriegerrasse geschaffen. Ihr und eure gesamte Galaxie werdet den Vorsorgen dienen. Wir werden sie aufhalten. Bedauernswerte Kreaturen. Für die Vorsorn seid ihr nichts weiter als eine Plage. Eine Belästigung, die man zerquetschen sollte wie... Was ist geschehen? Wir Betazoiden sind Telepathen. Ich konnte seine Stimme ablocken. Jedenfalls für kurze Zeit. Sind Sie in Ordnung? Ja, ich... Es hat nur viel Kraft gekostet. Es geht mir gleich wieder gut. Tuvok, hier spricht Monroe. Wir haben den Hauptschacht gefunden und hatten gerade so etwas wie Kontakt mit dem Wesen, das die Station anscheinend kontrolliert. Ja, Fenrich, wir haben die gleiche Botschaft erhalten. Wir erholen uns gerade noch davon. Sie erschaffen eine Armee von Drohnen. Sie sind wie die Borg. Korrektur. Die Borg suchen nur nach Perfektion. Diese Vorsut versuchen, alle geringeren Wesen zu vernichten und ganze Galaxien zu dominieren. Sogar noch schlimmer als die Borg. Sir, wir können nicht einfach nur den Generator abschalten. Wir müssen die gesamte Station zerstören. Ich stimme zu, Fenrich. Meine Teams werden damit anfangen, Sprengladungen anzubringen. Bewegen Sie sich mit Ihrer Mannschaft weiter den Schacht hinunter zum Generator. Sie müssen ihn zerstören, bevor wir die Detonationspacks zur Explosion bringen. Die Voyager kann dann die Region vor der Explosion verlassen. Verstanden. Monroe, Ende. Ein bisschen Waffenenergie. Ah, da ist schon mal Lebensenergie.
Ziele begeben sie sich durch den zentralen Schacht in den Generator, der das Energiedämpfungsfeld erzeugt, und zerstören sie ihn. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was macht das hier? Das macht nix. Okay, das macht gar nichts. Dann gehen wir doch mal weiter. Nee, ich wollte mir erstmal da hinten die Waffenenergie holen. Und die Waffenenergie-Kristalle. Okay. Dann gehen wir doch mal da durch. Unten. Ich brauche wieder Lebensenergie. Ich glaube, ich aktiviere mal was in den Optionen. Ich habe gehört, das macht das Spiel etwas leichter, gerade jetzt. Ja. Ich habe es mal so eingestellt, dass Monroe immer rennt. So ist das Spiel jetzt gerade in diesen Levels, egal, wesentlich leichter. Weil man gleich sehr schnell sein muss. Und da hilft es, wenn man nicht erst die Taste drücken muss. Jetzt hat das Spiel auch plötzlich viel mehr von Quake, wenn man die ganze Zeit rennt. Okay, was müssen wir machen? Ah, das ist ein Aufzug, okay. Ups. Da ist schon mal Lebensenergie. Gut. Was ist das? Okay, das war nicht clever. Dann hole ich mir da oben nochmal Lebensenergie, die ich gerade durch eigene Dummheit verbraucht habe. Dann gehen wir da rum. Da unten durch. Aufzug. Ja, aber es ist segmentiert. Da sind überall Löcher. Muster darin zu finden sein.
warten wir mal, bis der Phaser wieder geladen ist. Okay, dahin, dahin, dahin. Und zu weit. Mist, ich habe nicht gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Habe ich gespeichert? Nee. Ah, doch, es hat automatisch gespeichert. Ach, danke, Spiel, danke. Jetzt sollte ich eventuell das Rennen nochmal deaktivieren. Damit ich langsam genug laufe. Okay, sie folgen mir, das ist gut. Ja, geschafft. Und speichern, speichern, speichern. Und andere Waffe. Packs angebracht. Gut, Fenrich. Geht jetzt in Shuttle, Sophia geht zu euch. Waffenenergie. Was haben wir hier? Nichts Besonderes, aber doch ein Aufzug. Ich glaube, es geht allen halbwegs okay. Die Zerstörung. Speicher mal, das klingt gerade gar nicht so. Oh Gott, sind das viele. Wie viele sind das? Ich sag mal, 10. Kennt ihr das noch von SpongeBob mit den Matratzen? Gab's hier nicht irgendwo Lebensenergie? Ich bräuchte noch mal welche. Nee. Was ist hier drin? Nix. Okay, okay. Dann also doch da lang. Whoop. Sieht so aus, als wären wir beinahe unten. Janeway und Tuvok, wir evakuieren. Alex. Unsere Detonationspacks sind platziert und abschussbereit. Verstanden, Captain. Wir sind selber auf dem Weg zu den Shuttles. Ja, jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Okay.
Hier gibt's Lebensenergie. Das schadet schon mal nicht. Okay, ich denke mal, wir müssen da runterspringen, oder? Ja. Hier gibt es Waffenenergie. Da gibt es noch mehr Waffenenergie. Das Material, das von den Harvestern gesammelt wurde, für den Bau der gesamten Ausrüstung benutzen. Lebensenergie, gut. Wissen Sie, dass wir hier sind? Wussten die schon vorher? Mach dir da keine Gedanken. Die wussten, dass wir kommen. Das lief gar nicht gut. Gab es da oben noch irgendwie Waffen? Lebensenergie? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hoffe. Da, ja. Schnell. Ach, besser. Uiuiui. Mal runter. Ich schätze, ich muss gleich wieder ballern. Okay, nochmal runter. Ich wusste doch, dass es nicht so leicht werden würde. Lebensenergie? Energie und dann geht's weiter. Tiefer hinein. In die Forge. Okay, was macht ihr für Dinger? Okay, ihr macht gar nichts. Ihr seid nur Deko. Ich muss wieder den nächsten Aufzug nehmen. Na denn. Monroe und Tuvok, wir haben den Generator gefunden, der die Dämpfungsfelder erzeugt. Ausgezeichnet, Mr. Monroe. Zerstören Sie den Generator und wir werden die Detonationspacks aktivieren.
Dann werden wir mit der Evakuierung beginnen. Verstanden. Fenrich, es ist wichtig, dass Sie erfolgreich sind. Die gesamte Besatzung der Voyager zählt auf Sie. Tuvok, Ende. Danke für Ihr Vertrauen. Wir sind bereit, Alex. Überall Waffenenergie. Dann glaube ich, wird es gleich. Eventuell. Muss ich da jetzt echt mit meinem Photonengewehr draufballern? Jetzt. Ah, okay. Nur wieder die Verteilerknoten sprengen. Wissen Sie, dass wir hier sind? Ah, nur noch 25 Leben. Geben Sie mir das. Ein bisschen mehr Leben wäre jetzt nicht schlecht. Alex, hierher! Los geht's, Fenrich! Unbedeutende Kreaturen! Ihr könnt uns nicht aufhalten. Diese Forge ist die erste von Millionen. Wir werden die Saat aussetzen. Sie wird zu einer neuen Forge wachsen und weitere Tausende erschaffen. Ihr habt einfach nur das Unvermeidliche verzögert. Vorsorg wird eure Galaxie erobern und dann unzählige weitere. Zorro! Sie hat die Stimme wieder abgeblockt. Es muss sie überwältigt haben. Alex, hören Sie zu, wir müssen hier raus. Alles hier wird in die Luft gehen. Kommen Sie, gehen wir. Chang, nehmen Sie Zorro und bringen Sie sie zurück zur Voyager. Moment, was? Alex, wohin gehen Sie? Sie haben die Visionen gesehen. All das wird wieder von vorne beginnen, wenn ich diese Saat nicht aufhalte. Warten Sie, wir sollten... Nein, Sie müssen Zorro zurück zur Voyager bringen. Meine Entscheidung steht fest. Gehen Sie. Aber... Oh, das Lebensenergie. Besser? Munitionskristall? Okay. Von da kam ich, glaube ich. Ich muss also wieder nach unten. Ich speichere aber trotzdem erstmal nochmal. Und dann geht's weiter nach unten. Okay, der geht nach oben. Also muss ich doch da durch den Gang. Oder hier durch? Nee, da durch. Wobei, nee. Nee, von da kamen wir. Also doch nach oben. Okay. Er kommt.
Jetzt habe ich wieder Leben verloren durch dieses Scheißding. Die Waffe ist geil, aber auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen Kacke. Und wieder habe ich mich ganz leicht selbst verletzt. Okay. Was ist das für ein Ding? Waffenenergieturbine. Ui. Ui. Jetzt haben wir wirklich richtig viel Waffenenergie. Oh Gott. Das heißt, gleich kommt der Endkampf. Ist schon geil gemacht, das Level. Das Duell. Fenrich Munro? Fenrich Munro, melden Sie sich. Mr. Munro, Sie missachten Ihre direkten Befehle. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!